Guten Tag und willkommen zurück bei New Super Mario Bros. DS. Wir müssen mal schauen, wie wir das so alles hinbekommen mit der Partlänge. Weil, ja, wie gesagt, es sind, glaube ich, nur noch zwei Level. Hat man ja im letzten Part gesehen und muss mal gucken, wie ich das so hinbekomme. Ah, ich hoffe, es klappt alles. Oh, mal zwei. Oh! Ah, schade. Immerhin 4 Ups. Aber die mal 2 Karte ein bisschen zu früh gezogen. Na. Was soll's. Und mir fällt gerade auch auf, ich habe ja im letzten Part gesagt, yo, das Ganze war nicht so einfach, an die maximalen Leben dran zu kommen hier im DS-Part. Oder im DS-Teil, besser gesagt. Aber als Kiddy habe ich auch die Häuser nie benutzt. Die Pilzhäuser. Also kann das sein, dass dass es doch einfacher war als gedacht. Und ah nee, es sind doch nicht nur, also doch, es sind schon nur zwei Level, aber ich dachte, es sind nur ein normaler Level und das Castle-Level. Okay, das ist schon mal gut. Das ist dann schon mal gut, wenn es noch 3 Level insgesamt sind. Und doch nicht nur 2. Ja. Da habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Und wow. Jetzt daran komme, weiß ich noch nicht. Gibt es hier nicht diese komischen springenden Blöcke? Gibt hier doch diese. Mann. Ja, okay, nice. Nice. Der Panzer wäre sowas von despawned. Wäre ich hier rüber gegangen und hätte versucht, den Block hier abzuholen. Keine Chance. Der wäre sowas von despawned. Der Panzer. Na gut. Aber so passt es. Und man sieht direkt hier ein Feature des Levels. Sind hier diese springenden Fragezeichenkästen. Okay, nice. Ich dachte, ich komme nicht mal ran, weil ich halt den großen Block, glaube ich, kaputt gemacht habe. Aber nee, alles easy. Passt schon. Hau ab. Okay, wunderbar. Ich wollte, glaube ich, noch irgendwas erzählen. Ja, hier von wegen Zeitmanagen und so. Das hat sich allerdings jetzt so ein bisschen erledigt. Ich lasse mir einfach ein bisschen mehr Zeit mit den Leveln. Also mit 2 Leveln insgesamt wäre es noch kritisch geworden. Aber mit 3 Leveln insgesamt ist das ziemlich easy, denke ich. Werden wir sehen. Ich hoffe, das klappt alles. Ja, das dachte ich mir schon. Und, ey, diese Kackflammen. Okay, nice. Und hier ist sie, die zweite Starcoin. Ich dachte schon so, der P-Switch wird da doch nicht umsonst sein. Der hat doch bestimmt irgendwas mit einer Starcoin zu tun. Und ja, Tatsache. Kleine Drecksaune. Okay, nice. Easy den Typen weggemacht. Und hier unten geht's dann lang. Man muss den unbedingt wegmachen, weil sonst kommen die Boomerangs zurückgeflogen und treffen einen dann unten. Also den erst wegkloppen, bevor man weitergeht. Und hier auch aufpassen, dass man da nicht in die Grube fällt. Nein. Man wird nämlich verletzt von den Fragezeichenkästen, wenn man unter denen steht. Da hatte ich gerade ein bisschen Schiss vor. Okay, nice. Aber ist alles gut gegangen. Wir haben die dritte Starcoin. Also ab ins Ziel. Ich habe gerade noch mal ein bisschen langsamer gemacht. Ach, Kacke. Egal.
Ich habe gerade noch mal ein bisschen langsamer gemacht, nicht, dass da noch mal ein Abgrund ist und dass ich dann reinfall. Da hatte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Nun gut. Weiter zu Level 2. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Nö. Alles klar. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal das hier frei. Und tatsächlich, man sieht's auf der Karte. Das hier, da ist irgendwie was faul, ne? Irgendwie kommt man von Welt 2 wohl in Welt 4, aber wie genau? Ja, das wird sich alles noch klären. Das wird sich noch alles klären. Und eigentlich kommt mir das auch sehr gelegen. Dieses Secret quasi. Weiß nicht, ob die das geplant haben bei Nintendo. So, ja, lass mal für eine Hälfte der Welt immer quasi gleich viel Zeit einplanen. Also, dass man pro Hälfte immer ungefähr die gleiche Zeit benötigt. Das passt echt gut. Ah, okay. Findet ihr das lustig? Okay. Die Starcoin war jetzt allerdings auch irgendwie ein bisschen... Ach komm, ich wollte wissen, was in der Mitte ist. Da wäre bestimmt ein Ab gewesen. Naja, was soll's. Die Starcoin war irgendwie lame. Keine Ahnung. Wow. Geht die noch weg? Ja. Da ist sie weg. Wunderbar. Aber da kommen schon direkt die, die nächsten. Ich glaube, die Pflanze hätte unten landen sollen. Hä, was? Als ob. Na, egal. Man kann hier sogar ein bisschen nach rechts und links scrollen. Und am besten scrollt man nach rechts, wollte ich sagen, bis dann die Kamera nach links gegangen ist die ganze Zeit. Was, ja, mir ein bisschen Panik bereitet hat, weil... Wenn das jetzt irgendwie ein komischer Bug gewesen wäre, weil der Bereich switcht, wäre ungünstig. So. Feuerball schön ausgewichen. Kann man da oben nicht sogar lang? Wenn man die Pflanze kaputt schießt mit einem Feuerball? Ach komm. Baller das Ding weg. Hier, guck. Da könnte man dann hoch. Oh, geht auch so. Okay, aber hier ist nichts. Sehr gut. Dann muss ich das auch nicht nochmal nachträglich ausprobieren, da hochzukommen. Ja, komm, entspann dich. Und wir können jetzt tatsächlich mal probieren... auf so eine Schnapszahl zu kommen, damit wir hier halt einfach nochmal so ein Häuschen am Anfang haben. Denn in der Originalaufnahme stand da auch ein Haus. Um genau zu sein, ein Maxi-Pilz-Haus. Ich hoffe, das kommt jetzt auch wieder. Jawoll! Geil, Mann! Holy shit, ist das nice! Damit ist... jetzt der Originalzustand wieder hergestellt. So wie es vorher war, ist jetzt alles genauso wieder. Vielleicht sind die Leben ein bisschen anders, aber ganz im Ernst, juckt nicht wirklich. Hauptsache, die ganzen Overworld-Umstände hier sind gleich. Alles klar. Dann lass mal rein. In Castle 2. Und hier kriegt man auch direkt schon eine Ansage, was denn das Feature genau sein wird von dem Castle. Und die Steuerung hat gerade rumgespackt. Wäre ich jetzt deswegen abgekratzt? Alter, das wäre kacke gewesen. Das wäre echt kacke gewesen. Also muss war auf jeden Fall Welt 1 ohne Fails überstehen.
Aber Welt 2 wäre natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Das wäre natürlich nochmal richtig krass. Hä? Okay. So, jetzt aber. Okay, schönes Ding. Okay. Da war ich schnell genug. Und konnte mir da die Sternmünze krallen, bevor ich getroffen werde. Alles klar. Hier ist einfach keine Tür. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Es gibt ja auch diese grauen Türen, wo man halt nicht mehr zurück kann. Was ist denn gerade mit der Steuerung los? Die ist ein bisschen komisch. Die setzt manchmal aus. Die setzt echt manchmal aus. Ach kacke, jetzt habe ich da mich darauf konzentriert und nicht auf die Gegner. Naja. Ich hoffe, das wird nicht allzu krass. Oh, nice. Sehr nice, sehr nice. Okay, wunderbar. Also bleibt unten, oder was? Hallo? Okay. Hier kann man tatsächlich hoch? Was gibt's denn hier? Ja gut, aber ich will ja nicht zurück. Ja gut, schade. Ich dachte, ich hätte da jetzt wieder ein Secret gefunden, aber... Nö. Aber hier kann man auch hoch und braucht dann da diese Passage unten nicht lang. Nice. Und hier gibt es sogar einen Mini-Pilz. Hier gibt es sogar einen Mini-Pilz. Okay. Hier verstecken. Und man braucht den für die Starcoin. Okay. Wir werden aber wechseln. Wir haben immer einen Mini-Pilz im Inventar. Alles klar. So, wir werden wechseln. Wir haben den im Inventar, brauchen wir also nicht. Wir werden das erstmal ganz normal machen hier. Ja, komm, mal dran. Okay, sehr schön. Ach, schade. Da muss man schnell sein, wenn er so klein ist. Da muss man echt schnell sein. Aber kriegt man halt meistens nicht, ne? So. Jetzt aber. Da habe ich schnell reagiert. Und ihm da auch den Todesstoß verpassen kann. Und da sieht man schon, dann kriegt er einen Mini-Pilz. Unten ist so eine komische, so ein komischer Weg. Ja, ihr werdet schon wissen, was hier los ist. Ja, hier ist Welt 3. Schon mal angeteasert. Und wir gehen allerdings jetzt nochmal zurück. Ah, Moment. Ich kann doch die Röhre nehmen, Idiot. Klar. Gehen nochmal zurück. Hier ins Schloss. Und zocken das Ganze nochmal durch. Aber dieses Mal bitte clean. Ohne irgendwelche Zuckungen. Von der Steuerung. Bitte. Das wäre kacke, wenn ich hier verrecke. Es wäre okay, wenn ich selbst dran schuld bin, klar. Aber wenn hier die Steuerung rumspackt und ich deswegen dann da irgendwo runterfalle, wo ich eigentlich gegenlenken wollte, das wäre echt sehr kacke. Den einfach dran vorbeirollen lassen. Wunderbar.
Und da sind wir auch schon bei der Halbzeitflagge. Hier schnell durch, damit sich da die Kugelwillis nicht häufen. Zack, darüber. Oh shit. Okay, nice. Grab. So. Und jetzt werdet ihr sehen, was hier los ist. Die meisten werden es sowieso schon wissen. Aber ich sag noch nichts. Let's go. Ja, komm. Mach hin. So, ein Hit. Nein, ah, Bullshit. Zwei Hits. Wunderbar. Hau ab. Hau ab. Na komm schon. Er wollte gerade die Stampfattacke nicht machen. Okay. Er will die Stampfattacke nicht machen. Ja, Mann. Holy shit. Sogar diesen Mini-Wurm getroffen. Wo der so schnell wieder verschwindet. Echt nice. Und da seht ihr es. So kommt man in Welt 4. Ja, wir wollen speichern. Bis hierhin war es schon mal mega nice. Ich bin echt froh, dass ich es bis nach Welt 2 ohne Fail geschafft habe. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit Welt 3. Hier am schönen Strand. Also nochmal kurz was zu Welt 2. Ich mochte oder ich mag die Wüstenwelten eigentlich nicht. Aber hier in New Super Mario Bros. Finde ich die irgendwie cool. Ich finde die irgendwie geil. Aber ich denke, da werden wir auch im nächsten Part nochmal drüber quatschen. Wie ich hier die ganzen Welten so finde und so weiter. Oder vielleicht in einem der nächsten, in einem der späteren? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.